So, hallo, ich bin's wieder, euer Biotopi, und heute möchte ich euch ein Review geben zum Baufortschritt am 69er Dodge Charger R&T Road and Track aus dem Film The Fast and the Furious von De Agostini. Ja, was gibt's hierzu zu sagen? Also, was schon beeindruckend ist, jetzt bis V-Phase 31 ist der Motor. Sehr schön gemacht, hier auch mit dem Blower, der sich auch bewegt. Ganz klasse. So rum. Was ich auch toll finde, sind diese kleinen Sachen hier, wie die Schriftzüge auf dem Blower. Ja, hier auf den Bremsen, diese kleinen Wilwood-Schriftzüge. Diese Spielereien gefallen mir unheimlich. Wie man jetzt auch schon sieht, ist mir auch Folgendes passiert, wie es vielen von uns ging. Mir ist der Riemen gerissen. Dieser Antriebsriemen, der hier auf das Antriebsrad vom Drehkolbenlader kommt. Übrigens, hier sieht man noch den kleinen BSL-Schriftzug, ganz toll. Ja, das liegt aber nicht an der Montage, sondern das liegt wohl daran, ich zeige es mal hier. Man sieht, dass sich das Material verändert. Und hier sieht man es in etwa, dass dieser Riemen, so wie ich das sehe, aus Einzelteilen zusammengeschweißt ist. Und diese Schweißnähte halten eben nicht. Schade drum, ich muss mir jetzt hier überlegen, was ich mache. Also irgendwie arbeitet der Kunststoff auch noch, habe ich das Gefühl. Ja, schade. Zum Thema Blower. Der Blower ist abnehmbar, wie beim Originalfahrzeug auch. Und da liegt schon so ein kleiner Kritikpunkt bei mir, nämlich die Halterungen. Die sind so billig gemacht, hier unten mit drei Plastikstiften. Also die neigen wirklich zum Abbrechen. Finde ich schade, hätte man ein bisschen besser machen können. Alles in allem aber jetzt ein gutes Modell, bis jetzt. Meine Zündkabel muss ich noch aufstecken. Vor allem deswegen, weil diese ganzen Kunststoffteile, die hier noch drin sind, beziehungsweise die, wo früher Kunststoff waren, an anderen Modellen, jetzt aus Metall gefertigt sind. Also die ganzen Bodenplatten sind aus Metall. Finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. In der Zwischenzeit hat sich herausgestellt, dass das Modell wohl auch etwas anders aussehen wird, wie in der Werbung, denn es wird die Motorhaube wohl nicht zum Aufklappen geben. Man sieht das schon hier an diesen Zapfen hier, links, rechts, dass die Haube wohl nur komplett abgenommen wird. Denn hier vorne kommen auch noch zwei Zapfen hin. Das sieht man schon in der Haube, dass da zwei Löcher sind. Also es ist wohl so wie beim Originalfahrzeug, dass die Haube komplett abgenommen wird und nicht mehr geklappt. Was auch überhaupt keinen Sinn machen würde bei so einem großen Motor. Kommt man ja viel besser ran, wenn die Haube weg ist. Ja, alles in allem eigentlich ein schönes Fahrzeug. Ich versuche mal hier ein bisschen Details zu zeigen. Muss ich wirklich sagen, ich bin begeistert. Das ist jetzt mein fünftes Modell, was ich baue, und vom der Machart her muss ich ganz ehrlich sagen, das Schönste bisher. Auch von der Verarbeitung von den Teilen. Hier unten wurden wieder in der Achsaufnahme ziemlich viele Metallteile verbaut. Die Hochwertigkeit der Modelle steigt, so wie ich das sehe, von einem Modell zum anderen. Ich bin jetzt gespannt, wann der Knight Rider kommt, beziehungsweise das Ecto One, ob sie diese Qualität halten können. Denn die Modelle kommen ja alle vom selben Hersteller. Ich werde dann so alle 10, 20 Ausgaben noch kurz ein Review drehen, wie weit der Bau jetzt momentan ist. Ach so, ja, die Räder habe ich jetzt noch nicht angeschraubt. Aus dem Grund, weil es aus der französischen Seite hieß, die sind ja schon bei Ausgabe 70 oder 80, dass die Räder mehrmals abgenommen werden müssen und es macht da überhaupt keinen Sinn, die Räder drauf zu machen und dann die Zier
Blenden drauf, weil die, wenn er die runter macht, sind sie kaputt und das finde ich ziemlich schade. Ja, also das Modell wird knappe 80 cm lang, 8,9 Kilo schwer, hat ungefähr die Größe vom Shelby Mustang GT, wer den kennt oder wer den hat. Aber über den werde ich euch noch ein getrenntes Review machen. Also, wie gesagt, ein schönes Modell, wieder ein paar Kleinigkeiten zum Meckern, aber die halten sich in Grenzen. In diesem Sinne, frohes Modellbasteln, euer Biotopi.